Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Stray auf der PlayStation 5. Ja, zum einen, ich soll euch von der Jessie lieb grüßen lassen. Sie ist leider noch verhindert, sie kann noch nicht mitmachen und ich weiß auch nicht, ob sie sich hier für dieses Projekt noch ausgehen wird. Denn es, ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, aber laut den Erinnerungen schaut es so aus, als würde es nicht mehr recht lang gehen hier. Moment, ich muss hier ein bisschen leiser gehen hier am Ton. Am Ton. Die Jess wird sich's auf jeden Fall dann so auch anschauen, dann die Videos dann noch einmal, weil jetzt will sie auch wissen, wie es dann ausgeht. Apropos Erinnerungen. Ich habe eine noch. Eine Erinnerung fehlt mir hier noch und ich habe sie jetzt entdeckt. Ich habe nochmal, wie ihr hier seht, Backtracking gemacht. Das heißt, ich bin noch einmal zurück hier in die Innenstadt mehr oder weniger gegangen und bin jetzt habe noch einmal alles abgesucht und ich bin drauf gekommen, wo die letzte Erinnerung war, denn es ließ mir keine Ruhe. Und zwar ist dies, jetzt muss ich selber schauen, wo bin ich denn? Da muss ich in diese Seitengasse, wo dieser eine Typ steht oder fegt mehr oder weniger den Boden mit diesem Straßenhütchen am Kopf. Und seht mal hier da oben, ja, kannst du mal ein bisschen weggehen, bitte? Über diese Lüftung da oben, auf diesem Balkon da oben, wo diese vier Bierflaschen stehen, ja, da kann man rauf. Und ich, Vogel, muss ich ehrlich sagen, bin immer darüber gegangen und alles mögliche haben wir geschaut. Und da oben waren wir, ja, wo wir geglaubt haben, dass wir vielleicht durch das Fenster kommen. Aber da oben haben wir nicht geschaut. Und das ist eben der Bereich, wo die letzte Erinnerung ist und die holen wir uns jetzt. Also einfach nicht genug. Gut genug geschaut. Einfach hier nach oben. Genau. Und da ist so eine Art Balkon. Und da ist die Erinnerung. Ja, also wirklich. Einfach nur dämlich, ja. Muss ich ehrlich sagen. Und jetzt haben wir das auch hier fertig. Dieser Ort ist schön. Was würde ich nicht dafür geben, weiche Kissen spüren oder einen kalten Drink genießen zu können? Diese Drohne ist zwar praktisch, aber ich vermisse es, meinen eigenen Körper zu haben. Ich vermisse Gefühle. Ich vermisse es sogar, Schmerzen zu haben und hungrig zu sein. Ich weiß, das ist nicht hilfreich, aber wie wäre es, wenn wir noch ein bisschen länger bleiben? Danke fürs Zuhören, ich bin jetzt soweit. Die Katzen geben Vollgas, ne? Gerade, ne? Ich glaube, die spüren das, dass ich Story spiele. Okay, dann haben wir das auch, wie gesagt, man haben es eh gerade gesehen. Ihr seht hier, warum habe ich wieder diese Arbeiterjacke und den Arbeiterhelm hier im Inventar, denn ich brauchte das, um, also ich brauche es eigentlich nicht, ich brauche es jetzt nur, damit ich dann in der Story weiterkomme, denn ich habe das Kapitel, bin in das Kapitel noch einmal frisch reingegangen und wir sehen uns dann dort, wo ich im letzten Part aufgehört habe. Also, ich wollte euch hier das nur zeigen. Alles andere soll für euch nicht störend sein oder irgendwie ein Problem darstellen, sondern ich werde einfach hier einen Cut setzen und für euch ist es dann, geht es dann hier gleich so weiter. Die Katzen sind Wahnsinn jetzt, ne? In die Real-Life-Katzen. Wahnsinn. Ja, und der putzt da wieder, also der fegt da wieder. Ja, also wie gesagt, ich mache jetzt einen Cut, füge das hier ein und es geht dann dort weiter, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Also für euch gleich in einem weiter. Dann sage ich mal herzlichen Dank fürs Zusehen. Großaufnahme. Ich wollte euch nur kurz in diesem Bereich hier, diese letzte Erinnerung zeigen, denn die anderen beiden dann, wie es aussieht, sind dann eh woanders. Ich glaube, das kommt erst, wenn man nicht alles täuscht. Okay, in diesem Sinne sage ich herzlichen Dank und ja, wie gesagt, dann geht's munter weiter in der Fabrik dann drinnen. Macht's gut und ciao, bis gleich. Ja, hallihallo, zurück bei Stray auf der PlayStation 5 und wir sind jetzt genau da wieder, wo wir vorher aufgehört haben im letzten Part und diese eine Erinnerung, die was ich euch jetzt gezeigt habe, da habe ich kurz Backtracking gemacht, bin nochmal ins Kapitel Start gegangen und habe, das alles noch einmal aktualisiert, denn jetzt habe ich zeige es euch nochmal, hier alles erledigt. Diese zwei, ich hoffe, die kommen erst
Und ja, eines ist noch ganz ausgegraut, das wird dann wahrscheinlich in vielleicht letzten Kapitel dann sein. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls 85% haben wir. Das sagt mir so viel, wie wenn wir es bald hätten. Aber wir werden sehen. Und ja, also wie gesagt, das letzte Mal kam ich mit dieser Tonne, durch diese Tonne hier, durch diese Laserwand durch und bin jetzt hier in diesem Bereich angelangt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe nämlich keine Ahnung. Aha, das sind so Bodendruckplatten. Schauen wir mal alles ab. Suchen wir mal alles ab. Ja, schade, Jessica kann leider nicht dabei sein. Hier in diesem Part, wahrscheinlich auch nicht im nächsten. Und wahrscheinlich dann wird sie sich für den Rest dieses Spiels nicht mehr ausgehen. Aber sie hat auf jeden Fall gesagt, sie wird sich das dann offline ansehen. Denn ich habe die Videos ja dann eh am Rechner bzw. dann schon auf YouTube hochgeladen. Genau. Also ich soll euch jedenfalls schön grüßen lassen von ihr. Und ja, wir werden sicher bald wieder mal was miteinander machen. So, also gut, jetzt konzentrieren wir uns hier wieder aufs Spiel. Ein, aus, was ist da los? Ah, das ist ein Roboter, okay, der fährt. Der fährt mir nach. Aha, interessant. Der fährt mir einfach nach. Aha, aha, aha. Dann sollte er da mal stehen bleiben. Und wenn ich mich da drauf stelle, geht das auf. Okay. Und hier tut sich noch nichts wirklich. Okay, ah, Rätsel, Rätsel, Rätsel. Moment, schauen wir mal, was passiert, wenn ich das jetzt darauf stelle. Komm mal her zu mir. Stelle ich da mal rauf. Ah. So, stopp, 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 nicht so weit. So, da kannst du dich, da stelle ich rauf. So, neue Stücke. So, so, stopp. Ist da jetzt etwas? Kann ich da jetzt nichts? Okay, gut. Dann. Das geht runter, wenn ich mich da drauf stelle. Interessant. Und da? Hat sich da jetzt was getan überhaupt? Nicht wirklich. Da oben komme ich eigentlich auch nicht rein, oder? Ja, die Tonne, die werden wir ja da nichts bringen. Nicht wirklich, glaube ich. Was bewirkt das eigentlich? Momentan noch gar nichts, glaube ich, oder? Ich frage mal B12. B12. Ja, wir haben es in die Fabrik geschafft. Die Atombatterie muss hier irgendwo sein, ja wahrscheinlich eh da drinnen. Das wird eh das sein. Allerdings, wie kommen wir, das wird die Atombatterie sein, ja, aber wie kriegen wir die? Rätsel, 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 Moment, ich schau mal darauf, kann man da irgendwas machen? Ich habe das hier schon wieder irgendwas übersehen, ne? Da kann man aber sonst gar nichts machen. Gut, dann komm mal her, du Roboter. So, jetzt habe ich das hier. Kann ich aber so... Ja, jetzt kann ich... Okay. Das geht mir zu schnell zu, glaube ich, ne? Na, geht sich gerade eben nicht aus, ne? Dass ich dahin laufe. Dann geht das rund. Oh Gott. Wahrscheinlich irgendeine Position, aber da ist ein Hebel auch noch drinnen, ne? Die kann man ja nicht schieben, von dieser Seite nicht, ne? Kommt man da nach oben irgendwie? Kann man da... Komme ich über diese Konsole darauf? Auch nicht wirklich. So viel wäre ja da gar nicht. So viel wäre ja da gar nicht. Na gut, na gut, na, wir werden es schon rausfinden. Gut, dann stell dich du mal, Moment, ein. Stell dich du mal darauf. Was ist jetzt? Gar nichts, ne? Ist jetzt was anderes?
wenn ich das von hier aus steuern könnte, aktivieren könnte. Der Taschenlampe kann man da auch nichts bewirken, ne? Wenn ich runtergehe. Na Moment. Na, aber das bringt mir auch nichts, weil sobald ich. Moment. Jetzt komme ich mal darauf. Ich bin so dämlich. Ich kann ja das. Da ist eine zweite. Na, jetzt ist klar. Alles klar, da habe ich vorher gar nicht gesehen. Machen wir mal hier den Hebel. Genau. Mit zwei schaut es dann schon anders aus. Ja, ich kann ja das als. Als Hilfe nehmen, dass ich da oben drauf komme. Okay, gut, alles klar. So, jetzt muss ich nur richtig positionieren. Ich schaue aber noch ganz kurz, war da drinnen sonst noch was? Außer dem Hebel, aber ich glaube nicht. Ein Badeschwamm? Ein SpongeBob? Gut, sonst ist da eh nichts. Na gut, dann komm mal mit. Nein, nicht, das wollte ich nicht. Ein aus, so, das wollte ich. So. Komm mal mit, du. Hallo? Habe ich dich eingeschaltet? Habe ich dich jetzt? Jetzt. So, komm mal mit. Du stellst dich mal hierher. So, stopp. Nicht so weit. Jetzt kann ich hierher. Allerdings, die Batterie ist noch nicht herunter. Dann ist das wahrscheinlich auch noch die falsche Position. Dann komm mal du hierher. Was ist da los dann? Jetzt ist das hier. Ah, oh, aber jetzt ist das wieder zu, ne? Jetzt wäre es da. Bin ich dämlich oder was? Da wenn das. Welche Möglichkeit habe ich noch nicht ausprobiert? Die daher, oder? Weil dann geht das wieder raus. Bringt mir gar nichts. Moment. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich brauche die Tonne doch. Denn einmal in einer Position ist ja dann. Ich probiere was. Jetzt nämlich. Jetzt kann ich die Tonne durchschieben. Und da nach hinten bringen. Geht das? Ja. Das könnte was werden. Ja. Okidoki. Ups. Spiel hat jetzt gerade ein bisschen geleckt. So, und jetzt habe ich überall was oben stehen und jetzt kann ich die Batterie nehmen. Oh Gott. Jawohl. Ist das ein Alarm? Oh, ich glaube, das hört sich nicht gut an. Wir haben sie. Schnell, lass uns von hier verschwinden, bevor die Wächter auftauchen. Wir müssen Clementine diese Batterie zurückbringen. So, und jetzt war wohin? Ah, da oben, glaube ich, geht es weiter. Also da raus. Ich schaue nur. Oh, wie. Wow, wie hoch. Schau dich das an. Die Slums von oben. Da waren wir, glaube ich, überall, ne? Also überall. Einen Teil zumindest haben wir hier erkundet. Ja, da waren wir auch dieses abgefuckte Gebiet. Ja, da haben wir schon einiges erkundet da unten. Wahnsinn, wie hoch wir da schon oben sind, ne? Wow. Dann springen wir da rein, sind wir da eh schon wieder da. Könnte sein, dass wir da schon wieder sind in der Nähe dieses Bereichs, wo wir eh hin müssen. Na, sicher sind wir da. Freilich. Oder? Ist das nicht? Na, freilich, da waren wir ja. Da war der Anfang. Claro, wir sind schon wieder da. Kenn mich schon wieder aus. Okay. So, dann, wir haben eine Batterie, wir haben zwei Erinnerungen, fehlen uns da auch noch.
Okay, das schaut aus wie so ein Cocktailglas oder irgendwas. Vielleicht gar der Nachtclub, vielleicht kommen wir da noch hin. Und das, ich habe keine Ahnung. Egal. So, ich stelle ihm kurz Haxl. Entschuldigung, musste ich jetzt machen. Okidoki, so, wo ist Clementine überhaupt? Wo war die Clementine wieder? Das muss ich selber nachdenken. Wo war die? Oben, gell? Also, ich meine, ich weiß eh, wo sie, ist sie dort noch? Das ist die Frage. Aber was ist da jetzt los? Aha, da ist mittlerweile abgesperrt. Kommt man da nicht mehr rein jetzt? Also, in lauter, sieht das jetzt. Ach so, mit der habe ich ja vorher nicht gesprochen, gell? All die Arbeit für nichts. Glaubst du, der Ganove hat ein Auge auf meine Vintage oder Vintage-Kartensammlung geworfen? Hey, denkt ihr könnt uns davon abhalten, in unserer Bude abzuhängen? Ja, die lassen es nicht mehr rein da, ne? Ihr könnt uns den Platz klauen, aber nicht unsere Moves. Davon motiviert, ne? Ist ihm alles egal, Hauptsache hat seine Moves. Okay, na gut, da werden wir da wahrscheinlich nicht. Oh ja, können wir aber schauen, oder? Können wir da doch? Ich dachte. Komm mit ihm. Bitte Ruhe bewahren, es ist eine Suchaktion im Gange. Okay. Gut, da werden wir aber nicht rein dürfen, oder? Zumindest ist da überall. Okay, muss ich schnell sein. Aber ich glaube. Ah, aufpassen. Oh ja, ich muss sicher. Weil sie sehen ihren Versteck wahrscheinlich. Die haben es noch nicht gefunden. So, ich hoffe, hier rum wird. Sind da auch irgendwo so Suchkameras? Ja, da vorne. Ah. Und da muss ich eben rauf, ne? Ja, muss ich mir. Jetzt weiß ich auch, warum die ganzen Kisten da sind. Jetzt weiß ich auch, warum. Obwohl, vielleicht brauche ich es gar nicht. Wenn ich schnell bin. Ah, Moment, ich habe eine Idee. Ah, da wird ja auch wieder sein, oder? Ah, auf beiden Seiten stehen es. Egal. Dann ist es eigentlich wurscht. Geh, egal, was kostet. Schnell durch und Augen zu und durch und. Oh, weiß ich. Ah. Oh, ich sehe nichts. Das wird knapp. Das wird knapp. So, komm rein da. Schnell, schnell. Boah. Ist sich ausgegangen. So, Clementine, bist du noch da? Bist du noch da, Clementine? Ich glaube immer, da ist eine Erinnerung, weil das so komisch hier. Diese ganzen, weiß ich nicht, Partikel da in der Luft. Clementine, bist du? Was ist. Ach so, aber da haben wir ja gesagt, da waren wir eh schon oben. Da war ja dann nichts. Ich schaue aber trotzdem noch mal kurz rauf, weil es wurscht ist. Weil ich es kann. Ups. Runtergefallen. Hallo? Und da will ich. Da will ich rauf, genau. Ja, wie schön, das ist hier so richtige Chill-Out-Zone. Aber es ist sonst nichts. Es ist einfach nur schön, aber mehr dann auch schon nicht. Gut, dann schauen wir weiter. Schauen wir weiter. Clementine, warst du nicht da irgendwo? Sie ist weg. Sie war da, sie ist weg. Die ist nicht mehr da. Ach, wo ist sie? Wo ist Clementine? Clem? Keine Spur von Clementine. Oh, was ist das denn? Sieht aus wie eine verschlüsselte Nachricht. Wir werden Detektiv spielen müssen, um herauszufinden, was mit dir passiert ist. Schau mal. Für B12 und die Katze. Die Antwort liegt in meinen Sachen. Und dann sind da noch vier Symbole. Was? Die Antwort liegt in meinen Sachen. Und dann sind da noch vier Symbole. Es ist mit Clementine unterschrieben. Schau mal. Und ein Gegenstand erhalten. Mysteriöse Nachricht. Hä? Ah, das eine ist die Lavalampe, das vierte. Müssen wir die Sachen finden? Moment, das kann sein, das kann sein. Allerdings, ich sehe mir am 15 Minuten, denn ich werde diesen Anhang noch dazugeben von dieser einen Erinnerung, was ich euch dann noch gezeigt habe in der Innenstadt. Dann sind wir eh ungefähr auf diesen 20 Minuten. Darum werde ich jetzt diesen Part hier beenden, das zusammenschnipseln und ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder und gehen wir Sachen suchen.
Ja, so werden wir es machen. Okay, gut. Dann in diesem Sinne sage ich Dankeschön, herzlichen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören und dann geht es das nächste Mal dann wieder weiter, wenn es wieder heißt Stray, das süße Katzenspielchen auf der PlayStation 5. Macht's gut und tschüss.